Um eine kalorische Kurve zu verstehen, nehmen wir als Beispiel dieses Eis. Ein Körper mit seiner inneren Energie heißt System. Ohne Energieaustausch mit der Umwelt heißt das System abgeschlossen. Wir werden die Situation in dieses Diagramm einzeichnen. Auf der horizontalen Achse zeichnen wir Wärmemengen ein, in Joule ausgedrückt. Auf der vertikalen Achse zeichnen wir Temperaturen in Kelvin ausgedrückt ein. Die momentane Situation von dem Eis ist dargestellt durch diesen grünen Punkt. Jetzt fügen wir eine Wärmemenge hinzu und währenddessen wird die Temperatur von dem Eis ansteigen bis zu 273 Kelvin, das heißt bis zu 0 Grad Celsius. Fügen wir jetzt noch Wärmemenge hinzu, so wird das Eis mit und mit schmelzen, bis es vollständig zu Wasser geworden ist. Und während diesem Vorgang ist die Temperatur konstant auf 273 Kelvin geblieben. Eine Verwandlung heißt Isotherm, wenn die Temperatur wie hier konstant bleibt. Fügen wir jetzt diesem Wasser noch Wärmemenge hinzu, so wird die Temperatur von dem Wasser ansteigen bis zu 373 Kelvin, das heißt 100 Grad Celsius. Wenn wir jetzt noch Wärmemenge hinzufügen, so wird dieses Wasser sich vollständig in Dampf verwandeln und diese Verwandlung ist ebenfalls isotherm. Die Temperatur bleibt währenddessen auf 373 Kelvin. Wenn wir jetzt noch Wärmemenge hinzufügen, so steigt die Temperatur von diesem Dampf. Fügt man einer Substanz mit Masse m die Wärme Delta Q hinzu und bleibt diese Substanz währenddessen im selben Aggregatzustand, dann steigt ihre Temperatur um Delta T so, dass Delta Q gleich ist zu C mal m mal Delta T, wo diese Zahl C die spezifische Wärmekapazität darstellt, die von der Substanz abhängt. Die spezifische Wärmekapazität C einer Substanz ist numerisch gleich zu der erforderlichen Wärmemenge, um die Temperatur von einem Kilogramm dieser Substanz um 1 Grad Celsius, also auch um 1 Kelvin, zu erhöhen. Hier einige Beispiele. Wegen dieser Formel drückt man die spezifische Wärmekapazität C aus in Joule geteilt durch Kilogramm geteilt durch Kelvin, also in Joule pro Kilogramm mal Kelvin. Fügt man einer Substanz mit Masse m die Wärme Delta Q hinzu und ändert diese Substanz währenddessen ihren Aggregatzustand, dann verändert ihre Temperatur sich nicht und es gilt Delta Q gleich L mal M, wo L die latente Wärme darstellt, die von der Substanz abhängt. Demzufolge gilt, die latente Schmelzwärme L-Index S einer Substanz ist numerisch gleich zu der erforderlichen Wärmemenge, um 1 Kilogramm der Substanz vollständig zu schmelzen. Und die latente Verdampfungswärme L-Index V einer Substanz ist numerisch gleich zu der erforderlichen Wärmemenge, um 1 Kilogramm der Substanz vollständig zu verdampfen. Hier einige Beispiele. Wir stellen fest, dass eine latente Wärme
ausgedrückt wird in Joule pro Kilogramm. Das kommt von dieser Formel. L ist gleich Delta Q geteilt durch M. Also muss die Einheit von L, die von Delta Q, das heißt Joule, geteilt durch die von M, das heißt Kilogramm, sein. Also hier Einheit von L gleich Joule geteilt durch Kilogramm.